Jawohl, Gothic 3 und los und Leute. Le Döterus de Drakon. Das ist Französisch. Ich habe einen Drachentöter. Die Einheitenversion. Ah. Schönste Ding. Keine Ahnung, wie der das dreckige Drecksloch da hinten gekommen ist. Keine Ahnung. Das Ding ist geil. Gothic 2 und so. Jawohl. Keine Ahnung, wir machen jetzt irgendwie. Irgendwie den Berg. Es gibt da noch ein Artefakt oder sowas. So, da kommen wir nicht hoch. Irgendwo hier sollen sich noch. Da sind die Orks. Da unten waren die Waldläufer. Da hinter dem Hügel. Und im Moment leckt mal wieder alles. Ey. Jawohl, so geht's. Ist aber schon mal ein geiler Start für die Folge. Da könntest du nach oben gehen. Wir suchen noch ein Artefakt. Dann haben wir eventuell die Geldert-Story erledigt. Also hier ist zum Beispiel schon mal ein wunderschönes Plateau. Ein Plateau auf der Weide, da ist irgendwas. Und Schattenläufe. Spüre den Drachentöter. Das ist nicht der Drachentöter. Spüre den Drachentöter. Und du spürst die Macht der Wand. Ach, das sind noch mehr. Ja, super geil, ey. Es sind dezent viele Kreaturen in Gothic 3 platziert. Nur mal so als kleine Anmerkung. Ah, Eskalation, durch. Schlitz. Es wird rasiert. Nein, nein, niemand. Niemand rasiert hier. Es wird filetiert. Passt. Das komische Zeug hier. Die Suche nach dem Artefakt geht weiter. Es war sowieso total überraschend, die Orks und den Druidensuchtrupp hier zufällig gefunden zu haben. Aber theoretisch, ich meine, allein durch die Angabe, dass ich hier oben auf dem Plateau noch irgendwo eine mächtige Reliquie verstecken soll. Bringt einen ja schon auf die Spur, sich da mal umzuschauen. Schattenzepter, ist es das? Das schauen wir uns gleich mal an. Schattenzepter. Und bestimmt hier hinten irgendwo. Noch einen Erzrohling. Blöden Figuren. Ist gar nicht hier. Schattenzepter. Auf den ersten Blick nicht. Pfannen, Kochlöffel, ich hab hier alles. Ist eine Waffe? Nagelkeule. Schattenzepter, ich sehe kein Schattenzepter. Wir haben. Niemand hat ein Schattenzepter hier. Es existiert gar nicht. Es existiert überhaupt nicht. Das Zeug hier ist alles was anderes. Okay, es gibt kein Schattenzepter. Es ist eine Lüge. Es hat nie existiert. Hier ist noch blödes Gedöns. Adanos-Krone. Ding der Magie. Ja, lauter so Zeug. Stimmt, Ding. Der Rohling, der will nach Ishtar. Das ist die Frage. Wir gehen jetzt dann wahrscheinlich direkt zurück in die City. Weil es gibt Lobpreisungen. Missionen wurden erfüllt, die kein normaler Mensch jemals hätte erfüllen können. Mark, weg mit dir. Sehr schön. Wo ist der nächste? Da sind doch ein paar. Das Wachs. Da sind doch ein paar. Nein, das sind Wölfe. Oder? Hallo? Wolf, 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 Wolf. Gibt's hier sonst doch was? Hier unten? Nö. Gute Idee, das sind Wölfe. Die tun nichts. Die sind süß und hängen hier ein bisschen ab. Oh, Moment. Wer bist denn du? Urviech des Hochlands. Was für eine mächtige Bestie. Ja, es ist ein würdiger Gegner. Vielen Dank. Okay, eventuell sind hier noch mehr
großgewachsene Kreaturen. Da, Snapper oder sowas. Ach, da ist nochmal so eins. Da vorne, am Grasen. Schlitz. Ah, Philitil, es geht durch. Durch die Snapper durch. Ja, bis der Große kommt, das dauert bestimmt ein bisschen. Er hat es noch nicht mal gemerkt, dass ich seine kleinen Freunde hier. Die Zivier, okay, jetzt machen wir dann den Ding noch. Ja, ist an sich ziemlich easy. Schlitz. Urfisch. Höre den Zorn bei der Klinge des Drachentöters. Ich bin. Ja, die Zeiten von D'Artagnan sind, glaube ich, vorbei. Nein, nein! Ach, es stürzt ab. Mann, ich wollt's doch. Ich wollte es doch in einem Käfig verfrachten und dann irgendwelche reichen Bonzen verkaufen. Das wäre voll das fette. Keine Ahnung, ne? Cool Scavenger auch noch. Hey, Kronstöckel. Ja, endlich mal was Gescheites. Ein paar andere Pflänzchen. Ja, wir haben es hier gleich. Zu der Ruine hin, da möchte ich noch ganz gern. Scavenger wollen Aggro. Ich glaube, wenn man viele Scavenger tötet, bekommt man auch irgendwann Jagdgeschick oder so. Aha, ich bin der Scavenger-Schlitzer. Komm. Spüre meine. Bei der Todesklinge-Kombination. Ha, Drachentöter und Meisterschwert. Hier, ja, nice. Okay. Und Troll. Und Schwatzer. Er ist böse. Er ist schwarz. Es ist der Tod. Der Tod auf zwei Beinen. Er beherrscht die Elefantogan. Hubo Gubodo. Oh Gott, das ist ein Brocken, Leute. Das ist ein Brocken. Wir brauchen freien Rücken. Hübscher Rücken kann auch entzücken. So, wo bleibt der Trolle Sau in der Nähe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Jetzt aber, Troll. Okay, wenn es so weitergeht, bin ich hocherfreut. Gott. Ja, ich habe gleich der Ausdauer. Weg! Weg! Ausdauer-Trunk! Das Monstrum. Hey, es hat grüne Augen. Ich mag Menschen mit grünen Augen. Ich mag Trolle mit grünen Augen. Und ich mag seine Fühle. Damit sieht er im Dunkeln. Okay. 10 Stunden später. Ich hab gleich wieder keine Ausdauer mehr. Da gibt's wieder voll auf die Fresse. Gut, die Wölfe möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. So, komm her. Komm her. Drachentöterzeit. Vielleicht geht's auch mit normalen Schlägen. Es geht. Mit normalen Schlägen. Ah, aber nicht so gut. Schlitz. Und jetzt. Und jetzt. Trollhorn und ein schwarzes. Ein Trollfell des Todes. Okay, herzlich bitte ich. Und noch ein Troll. Ja, nice. Gibt's da was? Keine Ahnung. Vielleicht geht er auf dieselbe Art und Weise. Ah, gut, langsam. Solange der andere. Okay, wenn der andere rumbacken würde, würde es eventuell gehen. Ja. Hat dann halt doch mit dem Bogen. Okay, wenn der eine weit weg bleibt, dann mache ich den doch mit dem Schwert. Aber es sieht gut aus. Es hat sich ausgetrollt. Jetzt erst recht. Schuss.
Heiltrank. Oh nein, er rückt mir auf die Pelle. So. Doppelarm-Überkopfwurftechnik. Schlitze. Der Trollfaust zerschmettere. Lese ich das richtig? Okay. Okay. Das hat sich hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall gelohnt, hier ein paar Trolle zu dezimieren. Da gibt es noch eine Truhe. Ah, schwer. Schwer ist gut. Schwer ist richtig gut. Das ist eine Armbrust. Aber es ist aus Nordmar. Es ist eine. Macht die Frostschaden zufällig nicht, ne? Es ist eine. Ja, es ist eine gewöhnliche Armbrust aus dem Norden. Schon gegen. Gegen mächtige Ork-Armeen eingesetzt. Vielleicht von König Rober persönlich, aber ich weiß nicht. Storytechnisch jetzt nicht, dass der jemals eine Armbrust benutzt hat oder so. Okay, haben wir alles. Da gäbe es noch einen kleinen Abstieg. Mit Rippern. Ein paar Truhen. Ich weiß nicht. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Wir gehen zurück. Ich will Lobpreisungen hören. Die Dinge. Die Gaukle, nicht Gaukle, die Minnesänger sollen Lobpreisungen über den Helden, der noch nie einen Namen gehabt hat und niemals einen Namen haben wird, Lieder singen. Ein Schild. Und du wolltest doch ein Artefakt von mir, bitteschön. Hier, ich habe dieses Zepter in der alten Ruine im Norden gefunden. Gut gemacht. Da muss sich niemand mehr in die Ruine schicken. Ja, easy, cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Typ bekommt doch seinen Bericht über tote Druiden. Hier, ich habe den Druidenstein des Druiden Runak. Das ist es, was ich gesucht habe. Der Stein enthält die Geheimnisse der Kraft der Druiden. Jetzt werden wir uns besser gegen diese Waldbewohner wehren können. Gut gemacht, Mörder. Hier ist dein Lohn. Oh, vielen lieben Dank. Bollock sagte mir, dass er seinen Auftrag fortsetzt, nach den Druiden zu suchen. Gut, das wurde ja auch Zeit, dass er von sich hören lässt. Cool. Der Druide Runak im Norden ist tot. Wunderbar. Gute Arbeit, Mora. Hier, nimm dies. Nimm dies. Okay, damit hätten wir Sachen erledigt. Die City sieht gut befriedet aus. Das Questlog sagt noch. Aufgabentechnisch eine Menge. Goldteller, Artefakthändler. Keine Ahnung. Lares nach dem Dieb. Okay, Lares wurde beklaut. Okay, wir haben dreimal Lares. Drei Punkte für Lares. Lares ist der coolste Typ hier in der gesamten Gebiet. Der Ork-Schamane will die Feuerkelche und der dreiste Artefakthändler. Ach, da ist irgendein Schamane am Werk. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Jetzt ist die Frage. Das ist das alte Truhe. Drüben ist auch eine alte Truhe, oder? Okay, wie komme ich da hin? Das wäre jetzt interessant. Wir haben noch eine Massenhypnose, die ist halt wirklich gut. Hier ein paar Sachen zu dezimieren. Ich könnte das Ganze natürlich auch in der Nacht versuchen. Stab der Zauberei. Wäre vielleicht geil, wenn man mal Magier spielt oder so. Jetzt mal Quicksave. Weil ich ja hier so ultra cool befreundet bin mit allen, ne? Dann schauen wir mal. Wird jemand böse? Nö. Die werden gar nicht böse. Wird hier jemand böse? Du ehrloser Dieb. Ah, Gurdi. Oh. Stellt sich mir in den Weg. Oh, okay. Die werden definitiv böse, wenn ich sie beklaue.
Okay. Dann mache ich das mit der Massenhypnose. Und wir müssen schnell sein. Die hält nämlich nicht lange. Mit ein bisschen Glück bekomme ich beide Truhen. Mit viel Glück. Mit mehr Glück wie Verstand. Vielleicht gibt es dabei wieder was Feines. Und am besten, wenn diese Ork-Patrouillen hier endlich mal aufhören. Wir warten auf die Nacht. Es wird Zeit. Gut, wir hatten erst eine Nachtfolge, aber es wird Zeit für eine Nachtfolge. Ich will die geile Nachtmelodie. Ich will der geilen Nachtmelodie lauschen, die hier eigentlich tagsüber auch schon gelaufen ist. So. Wer pennt jetzt alles? Keine Sau. Hab ich befürchtet. Willst sich ja keiner mal ein Schläfchen gönnen? Der Schamane schläft zum Beispiel. Oh, leck, wie viele Wachen sind das hier? Okay, wir machen einen Test. Gruppenhypnose, okay, das wird jetzt echt ein lustiger Test. Die 10? Okay, da schlafen wir bis auf den alle. Wie viele bekomme ich? Wie viele bekomme ich in Nachtmodus? Der aus dem Bett ist aufgewacht, okay. Okay, wacht. Goldteller. Truhe. Abgebrochen. Ich schaff das nie im Leben. Einfach schnell durch. Die Schleich? Wachen die dann auf? Der nächste Goldteller. Da ist ein Goldteller. Goldteller. Jetzt wachen sie auf. Es reicht nie im Leben. Nie im Leben. Aber er schaut zum Glück weg. Das doch mal einer, ey Junge. Stehen bleiben, Mann. Ja, klasse, ey. Ich werde hier als Dieb gesucht. Das kann ich jetzt nicht aus der Stadt locken. Ich weiß nicht, ging das mit Schlafen? Ja, genau, geht zurück. Hier natürlich alle sonderlich gut auf mich zu sprechen. Verdammt, Mora. Oh, da ist doch einer. Wollte eigentlich nur in dein Bettchen. Hat jemand ein unbenutztes Bett? Ja, geile Folge, ey. Pennt der auch? Du mich? Ich dort Bett will. Es geht nicht. Wenn der wach ist. Fix. Okay, versuchen wir die andere alte Truhe hier. Ja, ich sehe schon, das war eine saudumme Idee. Verdammt, Mora. Was ist los? Was ist denn da? Ein Buchständer. Leg dich hin, Schamane. Schleich hier nicht so rum, Mann. Ich schleich doch gar nicht. Alle behaupten, ich schleiche. Lügen sind das. Lügen. Die wollen nur meinen guten Ruf kaputt machen. Was ist das? Schleich hier nicht so rum. Ich schleich nicht. Niemand schleicht hier. Abgebrochen. Ja, nice. Schön. Immer schön abbrechen das Ganze. Trank der Ja. Okay. Jagdgeschick plus 3. Ah, oh, das. Schleich hier nicht so rum, Mora. Warte, warte. Ah, Junge. Los, Mora. Leg durch hin. Ich den mitnehmen? Ja, der geht mitnehmen. Die Goldteller gehen nicht mitnehmen.
Okay, ja, wir haben noch ein bisschen. Auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Es kann sein, dass die Folge jetzt auch wieder ein bisschen länger wird. Wo ist eigentlich der, der auf mich sauer war? Ist der noch sauer? Das wäre halt auch interessant. Herrgott, ich glaube, das wird nichts mit der Truhe. Ich hätte den Zauber wahrscheinlich da hinten benutzen sollen. Verdammt, Mora. Ja, ich werde ja schon als Dieb. Ich werde ja schon als Dieb gesucht. Nemrock. Jetzt habe ich wieder alle aufgeweckt, ey. Verdammt, okay, hier wäre noch ein Goldteller. Da hinten sind die anderen zwei Goldteller. Ja, was ist denn hier für ein Rein und Raus? Das kann doch nicht sein. Das Tier ist mir als Dieb echt nicht gut bedient. Echt nicht. Warum weg? Willkommen in Geldern, Fremder. Was kann ich für dich tun? Ich bin schon eine ganze Weile hier. Du bist Händler? Richtig. Ich handle hauptsächlich mit Artefakten. Also wenn du welche findest, bringe sie mir. Okay. Was weißt du über Artefakte in der Stadt? In der Festung auf der Südseite der Stadt ist ein Lager, in dem wertvolle Stücke aufbewahrt werden. Es heißt, dass sie dort den Helm des allerersten Paladins lagern. Den hätte ich gerne. Damit könnte man ein Riesengeschäft machen. Okay. Welche Artefakte interessieren dich besonders? Man sagt, dass hier in Geldern die 7 alten Ringe der Alchemisten versteckt sind. Die Dinger sind mehr als 3000 Goldmünzen wert auf dem Schwarzmarkt. Die 7 Ringe der Alchemisten hätte ich schon gern in meinem Besitz. Deine Besitz, okay. Ja, dann werde ich die Balle deinen Besitz bringen. Okay, guten Tag, hallo, wir sind hier auf der Suche nach Alchemistenringen. Wilde Ringe. Doch so ein Typ. Wenn sie dich geschickt haben, mir zu sagen, dass es schneller gehen soll. Wie bitte? Schon gut. Ich dachte, du wärst hier, um die nächste Lieferung an die Orks einzufordern. Was lieferst du den Orks? Ich bin Alchemist, was werde ich schon für die Orks machen? Tränke natürlich. Dieses kriegerische Volk hat einen unmenschlich hohen Verbrauch an Heil- und Mana-Tränken. Okay. Giftschutz. Okay. Also, das leg dich mal wieder hin. Wir können in der nächsten Folge mit dem labern. Wilden Ring. Den hier. Ha, Nummer 2. So, da hatten wir einen. Hier hatten wir einen, ist das? Elite-Kriege. Du wirst hier als Dieb gesucht. Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Yeah. Weg mit der Magie! Ich finde, er sollte sich eine kleine Pause gönnen. Mana-Trank. Jetzt sollte es reichen. 80. 84. Ja, ich pack's dir gleich weg. Sobald du schläfst, wie ein Baby. Vielen lieben Dank. Okay. Dieb ist gut. Äxte. Ja, schon mal. Du bist erst Paladins. Okay. Was geht denn hier ab? Es gibt Gold. Die Goldprobleme sind gelöst. Für immer. Ach so, er ist wieder wach. Ich hab's mir sowieso in der Stadt schon verscherzt. Was solltest du da drin zu suchen? Nichts. Überhaupt nichts. Ich nehme hier nur alles mit. Mann, was willst du? Stimmt, der fehlt, glaube ich, auch noch. Kunde. Also, es liegt dich hin. Ich bin nicht zum Spaß hier, ja? Das ist purer Ernst. Dim. Gibt doch nichts Schöneres. Mann. Hier steht was über Alchemie. Alchemie, sehr schön. Nichts. Ich laufe hier nur so rum.
Pip-Pattiger-Bett. So, guten Tag. Guten Tag, meine Lieben. Da war ja noch eine. Geldgütiger Söldner. Was sind die? Der Samuel und seine Hände und eine Truhe, die mich anlacht. Samuels Truhe. Abgebrochen. Was ist denn das? Samuels Schwert. Schutzwerten. Interessant. Interessant. Gibt es jetzt hier noch was? Ein paar Münzchen. Veteranen. Hände. In den normalen Truhen ist immer nie was. Die was ist halt irgendwie halt. Wenn es der wichtige Truhe wäre, würde ein Name drüber stehen. Ja, raus. Keine Ahnung. Bin nur auf der Durchreise. Lares bekommt den Damen raus. Gibt's jetzt hier noch was? Ah. Hat er auch einen Ring. Und einen Pult. Ey, cool, Rennweg. Ich beglückwünsche dich. Du hast einen Pult. Guter Mann. Guter Mann. Aber wie viele Dinge brauchen wir noch? Wie viele Häuser gibt's doch? Schmiedehämmer. Zeug. Münzenpokale. Bärbünzen. Und ein Eintopf. Ich fühle mich verleitet. Ein leckerer Eintopf. Ansonsten, sorry, da gibt's nichts, wofür ich in den Bau gehen würde. Da rein. Jetzt hier was. Kundschafte. Waffen bin leer, dafür gehe ich in den Bau. Okay. Okay, so, wer von euch... Hey, Mara! Warum schleichst du hier herum? Schleich ich? Du wirst hier als Dieb gesucht. Sicher nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du wagst es, mich la, zu bestehlen. La, 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 la. Ich doch nicht. Die war es. Bleib stehen, Mara. Ja, komm doch. Komm. Regeln wir das, wie Better. Oder Orks. Ja, habe ich jetzt da die Erde genommen oder was? Ach fuck, ich war zu da. Sorry, sorry, Bros. War zu da der Start. Hör auf, ihr Verwüste. Das ist. Ach, kommt. Kommt, beruhigt euch. Das ist doch die. Okay. Ja, es ist lange Waffen. Sind böse. Und ich sehe schon, wir haben schon fast Überlänge erreicht. Ja, wir haben schon Überlänge erreicht, aber noch nicht die richtig Überlänge. Das geht. So, du doch. Das ist aber Ruhe hier, ja? Wetsch. Rucks. Überall. So, will jetzt doch irgendjemand Stress. Ich will doch nur noch. Bist du jetzt wieder. Jetzt juckt's wieder nicht mehr. Halt, hier wurden Dinge. Wurden sie dicht? Richtig aufwachen. Was ist denn los mit euch? Alter, geht ja wohl gar nicht. Und der nächste Riesenschatz. Mistring, einer fehlt noch. Einer fehlt doch. Nimm ich das doch mit. Vielen lieben Dank. Was ist da der Pfeife? Nice. Noch ein bisschen Gold. Komm her. Da ist nichts mehr zu holen. Das Gold. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, ich will das Gold. Da ist doch Zeug. Einer fehlt doch. Eindring. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Bützen. Schilde. Oh Gott, Leute. Geldern ist... Die Heimat der schweren Truhen. Was haben wir hier? Ein Kriegsau, die Waffe von Lester. Kein letzten. Gibt's wieder Mecker? Du wirst hier als Dieb gesucht.
Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du sagst das. Dasselbe Spiel doch mal. Oder habe ich jetzt noch mehr im Arsch? Nochmal einen Armbrustschützen am Arsch. Okay. Ich sollte mir vielleicht was überlegen. Die Pläne sind gut. Das sind die anderen zwei und die habe ich jetzt abgehängt. Die Pläne sind gut. Und Mana-Trank. Hey, cool, eine 30-Minuten-Folge. Was ist denn los mit dir? Ja, ich habe wenig... ich habe wenig Lust, so den Blödsinn auf zwei Folgen aufzuteilen. Versteht ihr? Geht ja wohl gar nicht. Okay, in Treles ist alles friedlich. Gibt's hier ein Bettchen? Er hat kein Bett. Er hat ein Bett. Tja. Okay. So. Back to Geldern. Letzten Ring hole ich mir doch. So. Also, okay, wer ist jetzt hier gestresst? Wer will sich mit mir anlegen? In der City hier. Du, Gunnar. Er will sich nicht anlegen. Oh hey, ein Alchemistenring. Ey, cool, ich habe alle Alchemistenringe gefunden und... Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Und Diebert sucht mich als Dieb. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort, diebischer kleiner Mann. Und nochmal weg. Ist die Frage, bei wie viel ich mir es verscherzt habe hier. Das Ganze nochmal. Okay, ich weiß, ich glaube, kann das sein, dass man die Stadt wirklich nur komplett plündern kann? Wenn man vorhat, also wenn man sie von Orks befreit, nächsten Morgen, mir fehlen immer noch ein paar Goldschalen und Ding. Ach komm, diese eine Truhe da. So, wer ist jetzt immer noch sauer und wer hat sich beruhigt? Kann ich mich hinter der Stadt überhaupt noch sehen lassen, jetzt wo mein Ruf komplett im Eimer ist? Liebt sie es doch gleich ganz ungeniert. Okay. Kommt der seine... Ich habe mitgekriegt, dass der Helm des Paladins verschwunden ist. Ach, ist er das? Was du nicht alles mitkriegst. Ich würde demjenigen, der ihn gestohlen hat, 2000 Goldmünzen dafür zahlen. Okay, Sekunde. Leute. Ja, es war mal wieder wunderschön. Wie hab hier denn... Da ja. Der Helm erbeutete wirklich... nicht sonderlich. Er spricht mich nicht an. Weg mit dir. Und die Ringe kann er hier haben. Sind die 7 Ringe der Alchemisten. Endlich. Damit bin ich wieder im Geschäft. Ich gebe dir das Gold, was sie auf dem Schwarzmarkt mindestens wert sind. Okay? Ich will das Doppelte. Okay, der Helmware, blablub, keine Ahnung. Jetzt haben wir doch die Goldteller. Die Goldteller schaffe ich nicht. Irgendwann. Es gibt eventuell... Haben wir doch mal einen guten Zeitpunkt, die Goldteller zu holen, eventuell. Aber im Moment nicht. Das war mal wieder wunderschön. In der nächsten Folge würde ich... Wir haben immer noch eine Sache hier zu klären. Es gibt noch einen Schamanen, der... Diggetskirchen... Ach, komm schon. Dingenskirchen, Artefakte.
der Artefakte verkauft. Das ist echt. Oh. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge mit den Artefakten und dann geht's auch nach Sylt. Yo. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bei dir ist auch, wenn die Folge ein bisschen Überlänge hat. Ich freue mich. Wirklich. Weil ihr die Folge komplett geschaut habt. Ich meine, hallo, sind 30 Minuten Bullshit. Okay, haut rein.